ich muss ganz ehrlich sein, mir war nicht im Klaren, wie sehr ich dieses mega neue Gebäude oder diese mega nice Gebäude vermisst habe. Ja, hallo, ich bin der Craft und Sex. Willkommen zu einer Folge Minecraft Ampera. Willkommen zur vollsten Folge Minecraft Ampera. Ja, ihr habt es richtig gehört. Nächste Folge wird das Finale sein. Ich weiß, ich habe vielleicht nur 20 Folgen gebracht. Ich war eigentlich gut dabei, mal Leute, nur dann verlor jetzt in letzter Zeit die Zeit und so weiter und ich wusste nicht direkt folgenmäßig, was ich machen sollte und ja. Und sowas bauen wollte ich auch nie in die Folgen, deswegen sind wir so, wie wir sind, aber wir können stolz sagen, wir haben viel erreicht und wir haben auch fast alle Quests, dazu komme ich gleich. Bin seit letztem Mal nicht komplett sinnlos rumgesessen. Ich habe einige Quests online gemacht und ich habe aber sehr viele, ich glaube 90%, die übergeblieben sind, die Quests alle in einem Video gemacht. Wessen davon ich erst nach dem Aufnehmen, weil ich habe durchaufgenommen gehabt, das wären zwei dann gewesen. Und dann, oder drei, und dann ist mir aufgefallen, dass eventuell die Datei davon Schrott war und davon wurde es aufgenommen. Das heißt, ihr müsst mir jetzt einfach nur vertrauen, dass ich das habe. Wie soll ich das sonst auch machen? Und ja, man sieht, ich habe hier sehr viel getan. Und ja, und bedenkt euch bestimmt jetzt, was ist mit meinem Haus passiert? Das frage ich mich auch. Skelly hat die Map rüber kopiert auf einen neuen Server, weil der alte abgelaufen ist. Und scheinbar wurden da die IDs vertauscht. Und ja, die ganzen Modded-IDs. Und das bedeutet auch, deswegen sieht mein Haus so aus, wie es jetzt aussieht. Ich meine, ist mir jetzt relativ egal. Ist halt so, aber Leute, ihr wisst eh, wie es richtig aussieht. Und die richtige Map habe ich ja immer noch mit meinem Haus, wo es komplett safe ist. Und ich weiß nicht, wenn wir diese Map zum Download hochladen werden, dann könnt ihr ja das sonst selbst überarbeiten, aber gut. Das Haus selbst hat ja noch ein Dach und so weiter, ist ein halb so wild, aber egal. Ich würde erstmal sagen, Nummer Uno, ich habe hier eine Chest aufgestellt mit dem ganzen Stuff, den wir hier so haben, aber ich bin dafür, ich klatsche hier mal Asphalt rein, weil Leute, es gibt eine Quest, die ich noch nicht fertig habe, und die ist es, Gemeinschaft 2, baue eine Straße von deinem Haus zum Spawn. Gemeinschaft 1 war das mit dem Deko-Set, das kann ich euch zeigen, das habe ich gebaut. Und ja, egal, und hier sind die ganzen Rüstungsteile, die ersten Teile, und hier sind die Weapons. Und einmal hätten wir hier dieses Sword of Jason Sword und einmal diesen Hammer. Dieser Hammer sieht relativ cool aus. Ich finde, schade, dass er nicht zu groß ist. Aber gut, und ja, aber ich würde sagen, wir sollten hier vielleicht irgendwo einen Picture Frame hängen oder so. Vielleicht. Oder? Was meint ihr? Wir müssten mal gucken. Haben wir noch ein Picture Frame irgendwo über? Hier. Dann nehmen wir einfach den hier und ist egal und klatschen den nice Hammer irgendwo. Wo könnte man ihn hinklatschen? Das sind einfach. Nein, hier ist er auch nicht und. Wow. Das habe ich immer noch nicht entfernt. Ups. Egal, lagere ich hier jetzt ein. Wo können wir das hinsetzen, Leute? Diesen mega nice Hammer. Vielleicht vor unser Haus so als Wahrzeichen. So, diesen Hammer hier so. Ja, lassen wir mal hier so. Und jetzt haben wir dieses Schwert, das ist stärker als mein jetziges, Leute. Ich werde bis zur nächsten Folge hier alles davon auf ein Buch rauf machen und das dann auf dieses Schwert weiter hoch. Und gut, ich würde sagen, unser Schwert hier lassen wir erstmal im Inventar. Und man sieht, hier ist viel anderes davon. Ich habe ja auch so ein Ding, das zeige ich euch gleich mal. Das ist auch mega cool. Wir müssen erstmal, sagen wir es mal so, ein bisschen Platz schaffen. Das heißt, erstmal hier das Ganze rein ins Inventar. Weil wir haben ein, zwei Sachen erledigt, ein paar Quests. Das heißt, wir müssen jetzt mal mit was beginnen. Wir beginnen wir hier. Hier mal die Rewards abholen hier. Bam, bam. Dann hier. 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 Und hier. Gut, dann haben wir das alles. Was können wir damit anfangen? Können wir das alles hier reinhauen? Had increased the weirdest mining speed and... Alles klar. Greatly reduce the duration of... Okay, brauche ich. Applies an extra level of looting killed mobs. Wie ziehe ich das an? Irgendwo kann ich das safe anziehen. Vielleicht hier, hier. Hier irgendwo. Egal, das werde ich doch auch irgendwo reinklatschen können, oder? Ja, wusste ich es doch. Okay, bis jetzt war hier nichts. Vielleicht hier irgendwo, statt ein Pupskissen können wir es wegmachen, das sehe ich ein. Okay, und das können wir hier mal hier reinpacken in die Tour. Okay, ich merke schon, müssen wir es hier reinklatschen, Leute. Weil uns geht langsam der Platz für alles einfach aus. Dann machen wir das so und klatschen hier jetzt mittlerweile schon Stuff rein. Mann, die können wir im Inventar behalten. Gut, wir hingehen hier, das sind die Essen, Stuff nur Slayer Boots.
und das, was sind Slayer Boots? Alles klar, sehen auch interessant aus, aber ist auch ein bisschen zu spät jetzt, weil jetzt sind wir schon in der vorletzten Folge, Leute. Also ist das ein Ampere, war ein nice Projekt. Das ging leider nicht auf meinen Kanal, nur 20 Folgen. Ich meine, so wie Skelly hat zum Beispiel 15, könnt ihr auch vorbeigucken, nur vieles habe ich, Leute, was er gemacht hat. In einer Folge habe ich oft gemacht, was er in 4 hat. Das soll jetzt nicht Schlimmes heißen, ich sage nur, dass er oft Teile mehr aufgeteilt hat, was ich nicht gemacht habe. Und ich hoffe, es hätte mir dann nicht böse, aber so habe ich sehr viel euch erspart. Und ich habe sehr viele Streams auch gehabt, zu verlassen. Alright, die sieht ja voll cool aus, aber Leute, folgendes können wir damit machen, wir können einfach hier abbauen, so Blöcke, guckt wie schnell es geht. Holy shit, das sieht mega cool auch aus, das können wir damit machen. Das hätten wir vielleicht früher mal gebraucht, da wäre früher cool auch gewesen, aber was soll ich sagen, das ist nicht ausgegangen. Und ich werde probieren, Leute, vielleicht das hinten fertig zu bauen, vielleicht hier hinten dieses Sandteil hier abzubauen und hier aufzufüllen, damit das hier wenigstens fertig aussieht, ein bisschen dieser Hafen. Ich bin leider nie dazu gekommen, den fertig zu machen, aber Leute, das war halt viel Arbeit. Geil wie dieses Dorf, weil das ist sehr viel zu bauen. Dann hatte ich zwischendurch wenig Zeit und dann die anderen Projekte und ja. Aber diese Map gibt es bis safe zu download und dann könnt ihr das ja, wenn ihr wollt, fertig bauen. Egal. Hier haben wir erstmal den Straßenweg. Ich habe einfach diesen Asphalt nur gebaut und hier ist mein Weg. Vielleicht mache ich irgendwas anderes noch rein, so weiße Streifen, aber das ist das, was ich bis jetzt gemacht habe. Bis hierhin bin ich bis jetzt gekommen, bis zur Farbe hier. Und Farbe braucht hier nur, habe ich markiert, hier eigentlich nur im Weg runter machen dann. Und das geht hier dann so entlang. Hier, guckt, hier, genau. Oh nein, mein Game ist gecrashed. So Leute, mein Game ist gecrashed und ich wurde wegen Flying gekickt. Das ist irgendwie verbuggt, das Geld vergessen einzustellen, dass man hier sich jumpen kann. Man sieht schon hier, ich war hier unterwegs schon, okay. Und ja, hier habe ich Leute jetzt ein kleines wie so ein Zelt hingeklatscht. Und das gefällt mir, habe ich eigentlich noch nicht gezeigt. Ich glaube, es ist ein Shop von Skelly, was 1:1 von meinen abgekupfert wurde von Aussehen, aber lassen wir es. Ja, und hier habe ich so eine kleine Steinwand gesetzt und hier oben so ein kleines Zelt, wo man hier dann zahlt. Hier habe ich schon ein paar Emeralds reingelegt. Und dann kann man hier ein Trampolin kaufen, weil es soll ja für allgemein sein. Oder diese Firework-Schießer oder diese Dinger für Eisenfarmteile oder so oder Wild zu einsperren. Ich habe aber die nie genutzt, weil ja, jetzt habe ich das nie mehr gebraucht. Ein Eisen habe ich hier unendlich, dann habe ich es nie gebraucht. Okay, und hier ist halt ein Trampolin. Hier kommt man hoch zu diesem Firework-Ding. Und jetzt habe ich mit Redstone automatisch Power ich da unten mit einer Glock und dann schießt das hier automatisch durchgehend hoch. Und ja, das ist es soweit. Aber jetzt lassen wir hier reingucken. Ich glaube, das ist von Skelly zumindest. Das Skelly war der einzige, der in letzter Zeit immer aktiv noch drauf war. Und sonst, wenn nicht Skelly, dann I don't know von mir das ist. Aber das wird abgekupfert von mir. Egal. Und hier, was haben wir hier? Habt ihr Aufgaben oder Tätigkeiten, auf die ihr keinen Bock habt? Dann könnt ihr sie kaufen. Ihr könnt auch Mordaufträge erstellen. Legt die Quest in die Chest und später gibt mir das Geld. Wir können einfach Skelly bestechen. Ah nein, Skelly schon. Nein, das lassen wir.
in der letzten Folge von Skelly, lass mir ihn nicht hier bauen. Ich würde sagen, dass Skelly hier den Weg darf baut, aber nee. Egal, das war's hier. Das ist eigentlich hier der ganze Spawn jetzt dann zu einem Finalschluss. Ich hoffe, Leute, Aperia hat euch ziemlich gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bei Finale, mein Game ist nicht entweder gecrashed oder ich wurde wieder von Flying gekickt. Ist mir jetzt egal. Ich hoffe, ich hatte voll gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.